Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir erzählen, welche Top 3 Trainingsgeräte ich für sinnvoll bei Parkinson halte. In diesem Video geht es um das zweite Trainingsgerät, nämlich dem Sling Trainer, den du im Hintergrund schon siehst. Der Sling Trainer ist ein effektives Trainingsgerät, das du optimal für dich nutzen kannst, vor allen Dingen, wenn du noch fit bist oder eben auch mittendrin. Der Sling Trainer ist weniger geeignet für dich, wenn du ständig überfordert bist oder dich selber überforderst. Auch eine Überbeweglichkeit macht das Üben mit dem Sling Trainer zu einer Gefahrenquelle. Aber was sind jetzt eigentlich die Vorteile vom Sling Trainer? Für mich ganz klar, du kannst ihn gut zu Hause einsetzen. Du kannst ihn so wie hier an die Decke hängen mit einem Haken, der stabil ist. Du kannst aber auch den an der Tür befestigen und damit schnell und einfach üben, ohne dass deine ganze Wohnung voll steht. Das ist schon mal ein wichtiger Grund. Der Anschaffungspreis, der ist auch im Rahmen. Du kannst das Original von THX verwenden, was eben höherpreisig ist, oder ein anderes Gerät von einem Nachahmungstäter, sag ich mal. Auch bei Discountern gibt es günstige Angebote einmal im Jahr, bei denen du zuschlagen kannst. Der nächste Vorteil mit dem Sling Trainer ist, dass er einfach und effektiv ist. Du kannst dabei lockernde Bewegungen machen oder eben kräftigende. Du kannst dabei zeitgleich an deiner Haltung arbeiten und an der Symmetrie, dass du schön gerade bist. Auch Übungen fürs Gleichgewicht oder die Balance sind sehr gut möglich. Du hast jederzeit eben Griffe zum Festhalten, hast was in der Hand und kannst dich eben so auch an schwierige Situationen oder Haltungen heranführen. Weitere Vorteile sind auch, dass du einen Widerstand hast, den du stufenlos regulieren kannst. Das heißt, wenn du weniger fit bist, dann stellst du dich einfach in einer bestimmten Position auf und brauchst nicht so viel Anstrengung, du brauchst nicht lange zu üben, es ist sehr zeiteffektiv und du hast gleichzeitig eben trotzdem sehr hohen Trainingseffekt. Du übst mit deinem eigenen Körpergewicht und ja, du kannst es wunderbar für dich dosieren. Ich habe das mit Parkinson-Patienten ausprobiert und eben gesehen, dass die Haltung sich dadurch sehr schnell und sehr leicht verbessert, dass die Beweglichkeit gut zunimmt und eben auch über einen bestimmten Zeitraum Vorteile hat zu anderen Trainingsgeräten oder Trainingsarten. In meinen Augen gibt es zwei Nachteile mit dem Sling Trainer. Entweder brauchst du eine stabile Tür, was eben problematisch in Altbauten sein kann, wenn die Tür nicht fest genug ist, dass du die Schlinge da durchziehen kannst, oder einen Haken in der Decke, das heißt, du brauchst jemanden, der dir das macht. Der zweite Punkt ist, dass du mit einer Überbeweglichkeit oder der Neigung zum Überdosieren, dich zu überfordern, eben schnell über das Ziel hinausschießen kannst. Aber das liegt allein bei dir, bei der Art und Weise, wie du damit umgehst. Ich habe immer wieder erlebt an mir oder eben an meinen Patienten, dass es schnell ist, dass es effektiv ist, dass es symmetrisch ist und dass es wirklich die Kraft aufbaut. Durch die Seile kannst du eben viele Übungen machen, viele Dehnungen machen, die eben gerade dir bei Parkinson helfen können. In diesem Sinne, werde fit trotz Parkinson, deine Silke. Ach, im Übrigen, wenn du mehr Videos dieser Art hast, spezielle Fragen hast, bestimmte Übungen sehen möchtest, dann schreib mir das doch einfach in den Kommentar, dann weiß ich Bescheid und kann darauf reagieren. Bis dann!